etwas Interessantes, finde ich. Die Leistungsupgrades, über die wir neulich gesprochen haben, die wurden nun ans Auto montiert und die Daten sehen gut aus. Sieh dir mal die Details an. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zurück zu F1 2016. War ja jetzt halt doch, glaube ich, eine Woche oder fast sogar zwei Wochen kein Video, lag allerdings daran, dass ich auch ein bisschen krank war letzte Woche, und wir sehen auf jeden Fall schon mal wieder einmal das wunderschöne Wetter hier in Spanien. Zwar es gießt in strömend. Halleluja. Ja, wir haben auf jeden Fall ein neues Upgrade. Luftwiderstand. Und ich würde sagen, wir gehen mal auf unser Notebook und schauen einfach mal, wie es denn jetzt aussieht. Red Bull hat auf jeden Fall ein Update auch gebracht. Gemischte Bedingungen auf der Strecke, alles klar. Also Red Bull bringt ein Update. Ui, damit haben... Red Bull hat damit jetzt aufgeholt. Hat Ferrari. Und Ferrari ist fast so stark wie Mercedes. Wir sind viertstärkste Kraft. Und schauen wir mal, ob wir es eigentlich auch umsetzen können. Ich bin ja ewig so mal gespannt. Oh. Wie jetzt das Wetter am Wochenende wird. Ich hoffe ja mal, dass das trocken wird. So rum. Und jetzt hören wir uns natürlich erstmal wieder Heiko Wasser an. Ich wünsche euch viel Spaß. Schön, dass Sie zum heutigen Training hier am Red Bull Ring in Österreich eingeschaltet haben. Das Wetter spielt nicht mit. Es hängen finstere Wolken am Himmel und die Fahrer werden mit einer nassen Strecke zurechtkommen müssen. In den letzten Wochen gab es ja rege Diskussionen über die Streckenbegrenzungen. Wie viel ist zu viel, wenn man Kurven schneidet oder weitläufig fährt? Was denkst du darüber? Und glaubst du, dass die Fahrer dieses Wochenende noch mehr an die Grenzen gehen werden? Ich wäre enttäuscht, wenn dem nicht so wäre. Wenn die Rennleitung gegen Fahrer vorgehen möchte, weil sie von der Strecke abkommen, dann muss sie das auch kontrollieren. Rennfahrer werden dafür bezahlt, eine Runde so schnell wie möglich abzuschließen. Wenn man also nicht an diese Grenzen geht, wenn man die bessere Linie ignoriert, dann macht man etwas falsch. Aber ich muss sagen, dass wir nicht grundlos weiße Linien haben und diese Grenzen sollen auch durchgesetzt werden. Aber das liegt nicht in der Verantwortung des Fahrers. Ja, es regnet in Strömen. Wir gucken erstmal auf die Session-Info da. Übersicht. Soll trocken werden. Qualifying soll es regnen. Zum Ende hin wieder mal. Super, und im Rennen soll es trocken bleiben. Na, wenigstens etwas. Also hier soll es jetzt aufhören zu regnen. Was in den nächsten... Na? Nächsten 15 Minuten noch nicht. Okay, also in 20 Minuten soll es aufhören zu regnen. Dann machen wir einfach am ersten nachher die Akklimatisierung. Erstmal machen wir jetzt mal hier ein bisschen die Zeit schneller. Weil es scheint wohl doch ziemlich nass zu sein. Ah, Regen hat schon mal ein bisschen nachgelassen. Leichter Regen jetzt nur noch. Ah, Grosjean ist jetzt auch zum ersten Mal rausgegangen, aber gleich wieder in die Box gegangen. Ah, derzeit die Bedingungen trocken. Okay, gut. Upsala. Ich habe natürlich auch noch ein Setup vorbereitet. Schauen wir mal, ob das einigermaßen funktioniert. Ah ja, wenn dem... Intermediates, und hier nehmen wir folgendes Setup, dass er wahrscheinlich trocken wird. Nehmen wir natürlich auch ein trockenes Setup. Sieben, sechs, vier, drei. Okay, bald wird es trocken werden, alles klar. Oh. So. Ja, sieht auch ganz gut aus. Speichern wir jetzt noch.
Achso, ich habe egal. Ach, na, scheiß drauf. Brauchen wir nicht. Gut. Streckenakklimatisierung. Fliegende Runde. Wird schon irgendwie klappen. Und der sieht ganz gut aus, jetzt die Strecke schon mal. Und das ist jetzt das erste Mal seit ein paar Wochen, dass ich jetzt wieder fahre. Muss ich erstmal wieder an das Spiel gewöhnen. Sehr gut. Geht schon mal wieder gut los. Sehr gut. Oh. Mal die ersten paar Kurven verpasst. Das passt immer sehr gut zum Einstand. Gehen wir ein bisschen nach hinten alles. Läuft das schon mal wieder richtig gut, nämlich gar nicht. Wir erreichen nicht mal die 165 Punkte. Das Ende haben wir wenigstens erreicht. 110 Punkte, gut, okay. Zeit, der sind wir schon mal am langsamsten von allen. Das kommt auch mal gut an. Also jetzt läuft es noch einigermaßen besser. Ja, und wenigstens das eine Ziel schaffen wir schon mal. Naja, gut. Ich nehme ein bisschen nach vorne die Bremse, weil es wird ja mehr trockener. Dieses Untersteuern. Will ich es noch jetzt die Bessertier irgendwie versuchen hinzulegen? Ne, es wird auch nichts. Schade.
Okay. Dann gehen wir zurück in die Garage. War irgendwie so nicht so meine Bedingung, irgendwie, keine Ahnung. Man merkt, dass ich 2, 3 Wochen nicht mehr gefahren bin. Das ist fürchterlich. Setup. Oh, ich kann auch gar nicht sprechen. Mein Hals tut noch mehr weh. So, ich brauche noch ein bisschen mehr Grip auf der Vorderachse. Und ich würde mal sagen, wir beenden erstmal die Session hier, weil die ist mir ein bisschen zu nass. Wir gehen mal auf Beende Session. Alle Autos sind über die Ziellinie und die Top 3 stehen. Ah ja, ja. Die Top 3 stehen fest. Das interessiert mich gerade herzlich wenig. Mein Gott, Alter. Werdet bloß niemals krank, Alter. Ist alles nur nervig. So, Karriereboost. 74, alles klar. So, ich würde sagen, wir gehen auf zum zweiten Training. Und das endlich in Trockenbedingungen. Das bedeutet also, wir können in Ruhe fahren und die Streckenakklimatisierung machen. Oh, das Reifenmanagement mit Supersoft, okay. Gut, 7 Runden. Wir fangen gleich mal mit der fliegenden Runde an. Wird schon irgendwie passen. Was sollen wir fahren für Zeiten? Wichtig ist erstmal die Delta-Zeit. Das ist eigentlich das Wichtigste, erstmal die Delta-Zeit hier zu schaffen. Dann glaube ich auch der Zeit, wo man am meisten auf die Delta-Zeit gewinnen kann, weil hier geht es jetzt in die Kurven. Und das Rutschen hat er gerade richtig an Reifen gekostet. Auf jeden Fall schon mal schneller als Bottas. Das ist wichtig. Und an der Stelle, da bricht immer das Heck ein bisschen aus. Da verliere ich immer recht viel Reifen.
Jetzt habe ich hier extra mal ein bisschen mehr vom Gas gegangen. Oder bin ein bisschen mehr vom Gas gegangen. Irgendwie jetzt, die Runde läuft schon mal gar nicht. Selbst sogar beim Geradeausfahren verlieren wir hier Verschleiß, oder ist das zu aufreibend? Jetzt heißt es 80 Punkte erreichen, 65 haben wir schon mal. Alonso fährt auf Ultrasoft schon. Ricciardo jetzt auf der 2. Mit den Softreifen. Ach, dann sag ich mal Prost Mahlzeit dazu. Also Red Bull ist hier auf jeden Fall stark unterwegs, sie werden wahrscheinlich Probleme haben auf den Geraden. Thank you.
Und jetzt ist rein können auf der 1. Aber das ist erstmal egal, denn wir haben erstmal unsere Programm abgespult. Okay, gut, dann gehen wir mal zurück in die Garage und schauen mal an, wie der Verschleiß so war. Ja, die Rundenzeiten sind natürlich mal hochgegangen. 1, 12, 2. Okay, gut, das haben wir auf jeden Fall schon mal geschafft. Was ist schneller Sektor 2 und schneller Sektor 3? Das müssen wir also noch schaffen, alles klar. Dann machen wir jetzt noch das Qualifying. Und dann sollte wahrscheinlich Sektor 2 und 3 vielleicht sogar klappen. Oh, Rosberg ist jetzt schnellster. Okay, Bestzeit im zweiten Sektor. Oh, wir haben alles abgeschlossen auf einmal. Okay, gut. Na, wenn es so ist, dann gehen wir doch natürlich zur Garage. Gut. Wir haben alles erreicht. Na gut. Ich würde mal sagen, dann beenden wir einfach hier mal die Qualifikation. Oder Qualifikation, Training, mein Gott. Allein, dass ich schon nicht sprechen kann, ist schon scheiße. Aber dass ich den auch noch scheiße rede, wenn ich scheiße, wenn ich spreche, das ist noch schlimmer. Gut, wir sind eine halbe Sekunde hinter Lewis Hamilton. Ferrari ist nicht mal mit Ultrasoft gefahren, also die werden auch noch an uns vorbeigehen. Aber Grosjean ist auf der 6, 14. hinter uns. Das ist ganz okay eigentlich. Gut, und damit entlasse ich euch jetzt erstmal hier mit der aktuellen Aufnahme von dem Training. Wir sehen uns ja wieder zu der Qualifikation. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.